Mit zwei Heckkabinen. Ja, ich sehe mich hier schon. Da ist das Teakdeck komplett hinüber. Das für den Preis ist es halt einfach nicht realistisch, muss man sagen. Ich bin gerade auf der Autobahn Richtung Flughafen München. Treffe ich da mit dem Robi. Nico fliegt von Frankfurt aus. Und wir starten jetzt ziemlich spontan mit der Bootssuche. Wir haben letzte Woche Bescheid bekommen von den Bootsprofis, mit denen wir zusammenarbeiten, dass die spontan in Italien unterwegs sind und sich da die Möglichkeit bietet, für uns drei relativ unterschiedliche Schiffe anzuschauen. Und wir nehmen euch mit. Hallo! Hallo! Wir sind hier gestern mal nach Rom geflogen und haben jetzt vor, hier uns mal drei verschiedene Arten von Booten anzuschauen, damit wir mal so ein bisschen mehr das Gespür dafür kriegen, was das Richtige für uns ist und was wir überhaupt wollen. Da schauen wir uns jetzt gleich als erstes erstmal eine Grand Soleil an, 45. Auch ganz interessant. Zwar mit großer Eignerkammer hinten, aber wir werden sehen. Ganz guten Schuss aus Deck und sowas. Das Deck ist neu in 2013. Schiffig. Ich wollte gerade sagen, das ist einfach dieser klassische Schiffsgeruch, wenn man unten reingeht. Ja. Der findet immer irgendwelche Löcher, wo man ausgucken kann. Also ne, ihr müsst jetzt schon bedenken, dass wir hier gerade mit fünf Leuten drin sind. Dabei ist es schon kleiner als schon voll, ja. Also zumindest von der Sitzgruppe hier und so weiter und Küche und so, ist es halt so diese klassische Yachtaufteilung. Ja. Wie man es halt kennt. Das Pendel ist halt auch sehr nice. Ah, da ist er schon. Also sieht aus wie in so einem Raumschiff. Als Eigner ist es ultra geil auf jeden Fall. Dann würde ich mir safe so eine Variante kaufen. Ich stelle mir halt jetzt gerade vor, an sich den Hobel, aber wenn jetzt hinten noch geteilt ist und zwei Doppelkammern, dann ist halt krass. Und schon auch alles wertig. Ja, halt voll. Also ich finde es echt so weiter angenehm. Ja. Grundausstattung dafür da, der Form von Schläuchen, Einlässe. Ja, ich sehe mich hier schon. Das ist auch irgendwie gefühlt eine total spezielle Platzierung vom Motor. Bei dem Schiff hast du das ja, dass die Welle direkt beim Kiel rauskommt. Ja. Genau, du hast halt extrem weiten Anströmungsweg. Heißt, im Hafen dauert es natürlich, hat das Boot eine längere Gedenksekunde, bis es Anströmung bekommt. Da streiten sich tatsächlich die Geister drüber. Ich glaube, das ist mehr, dass der Innenraumdesigner das entschieden hat, weil er halt hier eine Bank hatte und hinten den Platz wollte. Eine Diskussion gewinnt immer der Designer. Wer von euch ist denn hier der Modo-Experte? Eigentlich ist Nico, Maschinenkanner. Stimmt, Maschinenkanner, Nico, das ist dein Bereich. Nicht. Schmeißt du den Motor dann auch raus, weil halt nur eine Maschine an Bord sein darf? Ja, natürlich. Ja. sonst sieht es halt schon nice aus, muss man sagen. Also auch, dass das Deck neu ist und so. Und Cockpit finde ich auch nice, so das Layout. Ja. Vom Zustand her ist es irgendwie alles so, dass man eigentlich sagen müsste, also oder sagen kann, so einen fetten Refit braucht man im Prinzip irgendwie gefühlt gar nicht. Also es gibt sicher, wenn man anfängt, gibt es halt einiges an Kleinkram, so was man halt. Aber es gibt jetzt keine so richtige Baustelle, außer vielleicht das Rig, was er halt gesagt hat. Ja, und Watermaker ist halt auch ein gutes Argument, ey. Ich ein bisschen auch, blöd finde, dass man halt, also dass der Traveler quasi so ist, dass man sich jetzt hier nicht anlehnen kann. In diese nice Ecke nicht reinsetzen kann. Ja, das ist schade, weil das der geilste Platz beim Segeln ist. Von der Solidität her deutlich weaker vorgestellt, kann man sagen. Also es war jetzt schon echt deutlich massiver und stabiler, als ich es mir vorgestellt habe, muss ich sagen. Na. Echt interessant, muss man sagen. Und strahlt auch Vertrauen aus, das Boot, was ja sehr wichtig ist. Krass eingequetscht.
Wir sind zu breit. Ja, das stimmt. Ich habe auch krass zugelegt an Schultern. Ja, Clown-Auto. Erstmal die Schiene vorne anschauen direkt. Das ist jetzt das zweite Boot, das wir uns anschauen. Ich glaube Francini 42 oder so, aber auf jeden Fall wollten wir uns das unbedingt anschauen, weil es eben im Vergleich zu den anderen einen Decksalon hat. Genau. Und einen Decksalon haben wir halt vorher noch nie in live gesehen, war noch nie auf dem Boot, das einen Decksalon hatte. Deswegen unbedingt mal vor Ort anschauen, wie es uns taugt. Eigentlich geht es nur um den Decksalon. Irgendwie gleich das erste Problem. Nicht stehen. Der Steff ist zu groß. Oder das Boot ist zu klein. Aber jetzt so vom ersten Eindruck, Nico, Decksalon? Decksalon, so erster Eindruck, Decksalon finde ich nice. Hab ich vorhin schon gesagt, klasse Motorboot-Vibes. Aber so das da unten, weiß ich nicht, das sagt mir jetzt irgendwie nicht so krass zu. Aber es ist schon klein, also im Vergleich zu Grand Soleil. Ja, das ist absolut. Das ist schon ein krasser Unterschied. Eine Kabine weniger, ne? Genau. Da vorne ist auch nicht so mega viel Platz. Nee. Alter, hier kann ich doch auf keinen Fall drin liegen, von der Länge her. Gut. Ja, doch. Aber gerade so. Ja, aber geil ist es nicht. Ist wirklich. Schau mal hier auf und. Und hier stehe ich auch genau an. Ja, das stimmt. Ja. Decksalon verstehe ich schon voll den Vorteil, den man hat. Aber halt in der Größe irgendwie. Dadurch, dass halt einfach hier acht dann komplett die Schlafmöglichkeiten in Kammern fehlen, ist es, glaube ich, ein bisschen, also nach unseren Vorstellungen, ein bisschen zu kuschelig. Weil halt auch unter Deck die vorne, die zwei Bugkojen, sind auch schon sehr, sehr klein dimensioniert. Hat man ja auch eben gesehen, dass der Steff da halt gerade so reinpasst. Aber trotzdem super interessant zu sehen, auf jeden Fall. Hey, komm mal vorbei! Vorbei! Ein alter Mann runter. Ja, ich bin halt Sicherheitsbedacht. Der Sicherheitssalamander. Nico, ich bin sicherheitsbedacht. Ich wollte nur mal, wer von uns verletzt sich ständig? Oder, Alter. Naja, wie ein Profi mit seiner Aktentasche, Alter. Hier sieht's wild aus, hier sieht's nach Spaß aus. Hier sieht's auch nach Problem aus. So, herzlich willkommen. Ich hab sie gespottet. Oh, ja, sieht schon nice aus. Ja, genau, wir sind jetzt in der dritten Marina. Hier sieht's ein bisschen rumpelig aus, aber ist eigentlich ganz cool. Wir schauen uns jetzt das dritte und letzte Boot an, das ist die Solaris. Da ist das Teakdeck komplett hinüber, das muss komplett ausgetauscht werden. Aber es hat auf den Fotos für uns am interessantesten ausgesehen. Und das schauen wir uns jetzt mal an, ob das stimmt oder nicht. Ist halt so von der Rumpform und so irgendwie gefühlt so das Sportlichste. Und irgendwie halt so ein bisschen wie so eine alte Swan. Sieht halt irgendwie ganz für uns so ansprechend aus. Die Segel, die drauf sind, sind nicht die Segel, das heißt, die müssen schon neu. Aber der Preis ist halt dementsprechend gut. Ja. Und wenn die Grundsubstanz passt, kann man hier mit ein bisschen Arbeit, ein bisschen mehr Arbeit, aber absehbar, kann man richtig, richtig sexy gut ausmachen. Allein die ganzen Finchen, die so hier an Deck rumstehen. Das ist halt einfach so ein ganz geiler Kompromiss quasi zwischen schon noch sportlich segeln, aber irgendwo so, dass es halt auch noch sicher ist. Ja, mega. Dass du halt auch, es liegt safe, auch geil in der Welle und so. Also man merkt schon, dass hier, glaube ich, echt noch so am meisten zu machen ist. Ach so. Woran machst du das jetzt? Profi? Das ist so mein Ersteindruck jetzt. Ersteindruck, ja. Die ganz klaren Vorteile hier sind, das Rig ist neu, die Maschine ist aus 2012 und hat nahezu gar keine Motorstunden und es ist halt groß. Aber man muss halt klar sein, dass man hier Arbeit reinsteckt. Jo, das auf jeden Fall. Dagegen ist halt im Vergleich dazu die Grand Soleil gar keine Arbeit. Ja, da haben wir vorhin so gesagt, ja. Eigentlich da gefühlt musst du so, machst du da zwei Wochen was, so ja. Nicht durch. Ja. Was ist das denn? So, ich würde sagen, wir gehen mal rein. Das ist die Seenotpistole.
So, das, also ihr habt echt. Also ich hätte auch Bock drauf, ne? Sagen wir es so, aber es ist halt. Ist halt die Frage, ob wir es halt zeitlich gewinnen. Ja, das ist so, halt, ne? Die große Frage, ne? Wenn wir jetzt unendlich viel Zeit hätten, dann wäre das nice. Aber wenn wir jetzt sagen, keine Ahnung, nur 3 Monate Zeit dafür, weil wir dann los wollen oder sowas, dann wird es schon schwierig. Aber weil es halt auch noch nicht so gut überschaubar ist, einfach, ja, was muss überhaupt alles gemacht werden. Ja. Und es ist ja auch eine reelle finanzielle Gefahr für euch. Ja, wenn das Sandwich-Deck runter ist, dann. Ja, vor allem hier ist überall Wasser, hier läuft überall die Suppe rein von oben. Ja, voll. Was ist jetzt mit den Lampen? Ja, das ist hier, glaube ich, oder? Sieht aus wie ein Aschenbecher. Zum Dimmen. Ja, überall Löcher im Deck. Das ist halt wirklich komplett im Ass, ne? Ja, bewegt sich das? Ja, Alter, das bewegt sich. Also nicht nur das Teak, sondern das Deck. Das Deck. Das sehe ich jetzt nicht. Guck mal. Ja, ich kann gleich mal springen. Das bewegt sich sogar bis da oben. Siehst du auch die Relingsstütze? Ja, und das Deck ist doch noch gut, oder? Überhaupt kein Problem, das lässt einfach so. Lassen wir einfach so. Du kaufst einfach 1000 Liter Epoxyharz. Gießt es einfach rüber. Also. Für den Preis ist es halt einfach nicht realistisch, muss man sagen. Ole hat auch gerade schon gesagt, bei dem Arbeitsaufwand müsste man halt eine Werft dran lassen, um es halt in unserer zeitlichen Limitierung hinzubekommen. Und dafür ist es dann aber halt zu teuer, wenn man es von der Werft machen lässt. Das könnte man machen, wenn man das Boot irgendwie für knapp 20.000 schießen könnte oder so. Aber halt für den aktuellen Preis. Und dann hat man immer noch ein Risiko. Ne? Ja, voll. Dann kann halt immer noch irgendwo was sein, wenn man irgendwas aufschraubt oder so in irgendeiner Ecke, wo wieder halt unkalkulierbare Kosten einfach auf einen zukommen. Spontan noch einen anderen Makler irgendwie kennengelernt. Wir können uns jetzt noch ein Boot anschauen, das ist irgendwie auch so von der Rumpfform ähnlich wie die Grand Soleil und hat eine Grundberührung und ist jetzt gerade in der Werft und anscheinend ist sogar der gerade mal der Kiel ab. Und das nehmen wir jetzt auch noch mit. It's covered of dust. Yeah. Well, there's the table. This is the table. Uh-huh. You can protect it. Yes, and have a table or if you want, there's 2 pieces of wood, and you can put this on the wood and have a big laying area, a big bed. Yeah, that's nice. Outside bed. Yeah. Kannst du auf Wache, kannst du heat. Yeah. Wir haben jetzt auch herausgefunden, das ist eine Genesis 43. Ist auch noch nie vorher gehört, aber sieht bis jetzt eigentlich trotzdem alles ganz nice aus. Alles ein bisschen anders. Hier gibt's so quasi extra so ein komplettes Fenster, was hier durchgeht. Hier hast du die Klo, das ist das Klo von beiden Seiten zugänglich. Das ist, ja, das ist nice. Das ist cool. Ja, weil du halt den Motor möglich, wieder nicht hier hast. Das ist halt möglich durch diese Konstruktion, weil der Grand Soleil, dass der Motor halt hier ist. Das vom Layout her. Completely okay, yeah. Is a 75. 75. Das ist vom Platz. Hier pennen 2 Leute. Ja. Hinten Backbord pennen 2, hinten Steuerbord pennt einer. Ja. Sonst ist es schon eng. Hier schon mal. Kleiner Schaden. Es hat sich als ultra spontan ergeben, dass wir hier noch diese Genesis 43 anschauen konnten, die hier gerade in der Werft drin liegt, aufgrund eines Kielschadens. Die sind eben vom Rumpf her baugleich wie Grand Soleil, wie das Boot, was wir als erstes angeschaut haben, von der Rumpfform her, nur ein bisschen kleiner. Ja, die war auch echt interessant auf jeden Fall, aber im aktuellen Zustand schon einiges an Kreativität erforderlich einfach, weil halt da unter Deck das Ding war halt komplett zerlegt einfach. Da war keine Pantry mehr drin, kein Tisch, keine Bänke, alles draußen einfach. Motor draußen, Kiel ab und so. Und witzigerweise lag das Boot hier auch noch in einer Werft drin, in der ziemlich nice Performance Fahrtenkatamarane gebaut werden. Wir können ja hier mal ein Bild von, also wie die ausschauen, wenn sie fertig sind, reinschicken. Jo, genau. Wir dürfen jetzt davon, wir haben da drin auch gefilmt, das Material dürfen wir aber halt nicht veröffentlichen.
Und ja, haben wir spontan noch eine Werftführung gekriegt. Einfach ultra nice, mega cool. Ja, wir sind jetzt gerade von den 3 bzw. 4 Bootsbesichtigungen zurückgekommen. Und es war mega interessant, weil die Boote doch sehr unterschiedlich waren. Hat sich aber alles ultra gelohnt, also mega cool. Eins davon war jetzt auf Anhieb besonders interessant für uns und auch realistisch betrachtet recht sinnvoll. Das war die Grand Soleil, die wir ganz am Anfang angeschaut haben. Und am geilsten fanden wir eigentlich die Solaris, die aber leider, wie ihr auch schon gesehen habt, jo, die war halt leider in einem sehr desolaten Zustand, kann man sagen. Aber an sich, so vom Schiff her, fanden wir die halt ultra nice einfach. Habt ihr auch schon gesehen in den Aufnahmen. Ultra geiles Boot, aber leider Projektboot. Ist aber eine zu große Baustelle. Ja, ja, genau. Weil halt auch, also es ist halt super schwer kalkulierbar, wie viel Zeit und wie viel Invest es einfach brauchen würde, um den Hobel, den wir zwar eigentlich super nice finden, wieder so weit auf Vordermann zu bringen, dass es halt passt für uns. Und dann hat man halt immer noch das Risiko, dass irgendwo man immer wieder auf neue Baustellen stößt und es dann halt einfach uns über den Kopf wächst, einfach sowohl finanziell als auch zeitlich. Ja, für uns war das ja so das erste Mal, dass wir die Bootsprofis persönlich jetzt so in Real Life quasi gesehen haben. Ja, hat auch echt Spaß gemacht. Waren coole 2 Tage. Wir waren gestern Abend auch schon ein bisschen Bierchen trinken. Sehr, sehr lustige Truppe auf jeden Fall. Also hat voll Spaß gemacht und wir bereuen die Entscheidung auf jeden Fall nicht, mit denen zusammenzuarbeiten. Kann gut sein, dass wir auch noch mal so einen Trip machen und uns noch andere Boote anschauen. Wir wollen uns auf jeden Fall eigentlich auch noch ein Stahlboot anschauen als Alternative, weil wir auch noch nie auf einem waren. Also wir haben uns vorher von den Booten immer, es waren bestimmt 50 Fotos pro Schiff, aber es ist einfach nochmal was ganz anderes, wenn man einfach vor Ort ist, sich das Schiff anschaut, mal im Salon sitzt, mal im Cockpit sitzt. Also es hat sich auf jeden Fall voll gelohnt, extra deswegen runterzufliegen. Ja, ansonsten könnt ihr euch auf weitere Videos freuen von der Bootsuche. Demnächst kommt auch noch ein ultra geiles Video, machen wir ein Sicherheitstraining in Elsfleth, so Ocean Warrior mäßig. Ja. Wenn es euch gefallen hat, bleibt dran, gerne abonnieren. Alles, ihr kennt euch aus. Genau. Falls ihr Bock habt, bleibt gerne dabei. Wir freuen uns, wenn ihr weiterhin zuschaut. Genau. Tschüss. Ciao, ciao. Kuckuck. Hallo. Hallo. Mein Name ist Gundula Bläfuß.